alle zusammen. Hier ist Hassan von Freunde der Sonne. Heute geht es zum Weihnachtsmarkt nach Alanya. Und zwar werde ich euch heute begleiten. Hallo zusammen, hallo, herzlich willkommen. Es geht jetzt nach Alanya zum Weihnachtsmarkt. So, wir sind schon so circa 10 bis 15 Minuten sind wir auch in Alanya. Wir sind schon seit circa eine halbe Stunde unterwegs. Wir sind gerade da bei Villa Side, Haidar Pasha Palast fahren wir gerade vorbei. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu der Tour zum Weihnachtsmarkt heute. Und natürlich fahren wir VIP mit Joe zusammen. Er hat sich ein Auto gekauft für 100.000 Euro und wird auch dabei sein bei dem Flughafentransfer. Schauen wir mal an, wie es in der Türkei aussieht beim Weihnachtsmarkt, ja, was der Unterschied ist wie in Deutschland. Der Mohammed, der ist auch in Alanya heute, vielleicht sehen wir ihn später. Und zwar Jasmin hat heute Geburtstag, seine Tochter, und er wird dann mit denen sein und kommt dann später auch zum Weihnachtsmarkt. Mal sehen, ob wir ihn da antreffen werden. Und heute bin ich dann mit euch zusammen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Hallihallo alle zusammen. Einen sehr schönen sonnigen Tag. Es ist ca. 25 Grad oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Was meinst du, Joe? 20 Grad im Schatten. 20 Grad im Schatten. Also. In Sachsen habt ihr keinen Weihnachtsmarkt? Ja, danke schön, Detlef. Wünsche ich euch auch allen einen schönen dritten Advent. Und Dankeschön, wir werden alle zusammen Spaß haben, hoffe ich mal. Da fahren wir jetzt mal dahin. Ich fahre auch zum ersten Mal dahin, ehrlich gesagt. Das Wetter ist sehr schön, warm, heiß. Wir haben T-Shirts an. Aber ab morgen soll es wieder ein bisschen regnen, ein paar Tage lang. Dankeschön. Wir wünschen euch auch einen schönen Sonntag in Deutschland oder in Antalya. So, jetzt sind wir ungefähr da bei Okujala, sind wir, ne, oder? Ja. Bei Okujala, da vorne ist rechts, ist auch mein Lieblingsdisco Summer Garden. Da machen wir im Sommer immer Disco-Touren. Da könnt ihr natürlich auch mit dabei sein. Da fahren wir auch mit Joe, mit VIP-Auto. Da rechts ist das. Beste Club Disco in der Türkei, Summer Garden. Da geht der Punk, der Bär geht da ab. Und heute bin ich dabei, ich begleite euch zum Weihnachtsmarkt. Ich bin's Hassan. Mohammed ist, wie gesagt, mit seiner Tochter geht er zum Geburtstagsfeier und die kommen dann später nach, zum Weihnachtsmarkt. Mit seiner Töchter und Angelika werden die dann auch dort sein. Mal sehen, ob wir die da antreffen, ja, zu dieser Zeit.
Stuttgart. Woher aus Stuttgart bist du denn, Wolf? Ich komme auch aus Stuttgart. Nee, Stuttgart. Ja, Grüße zurück auch nach Münster. So. Da vorne ist schon Richtung alleine da hinter den Bergen. Sehr schönes Wetter haben wir hier, wie ihr seht. Mal sehen, was in Alanya bei dem Weihnachtsmarkt los ist. Wie viele Leute da sind. Bin auch ganz schön aufgeregt, wie es da ist, wirklich. Also, da sollen ja sehr viele schöne Programme heute stattfinden mit Bühnenshows. Glühwein soll es da auch geben, so wie ich gehört habe. Hallo zusammen und lieben Gruß zurück aus Antalya bzw. Alanya. Denn jemand aus in Alanya von euch? War schon jemand hier direkt in Alanya, da wo wir jetzt hinfahren? Schöne Grüße zurück. Ja, da sind wir auch ganz gespannt drauf, wie die das dort aufgebaut haben. Wir uns auch da fühlen werden wie in Deutschland. In Alanya wohnen ja sehr viele deutsche Einheimische. So viel ich weiß, sind es über 20.000. Und es hätte auch hier ausfallen sollen. Nur findet es doch statt. Und da freuen wir uns natürlich. Vielleicht essen wir da vielleicht so Champignons, ja? Joe. Champignons? Schauen wir mal. Ich bin mehr der Waffeltyp. Was gibt es denn so typisch an den Weihnachtsmärkten zum Essen? Ich war schon lange nicht mehr in Deutschland. Zurück an alle, die gerade zusehen. Es geht zum Weihnachtsmarkt. Alanya Municipality ist heute möglicherweise geschlossen. In circa 10 Minuten sind wir dann auch schon da.
seht, ganz schönes Wetter heute. Stein hinterher geflogen danach, haben sie runtergeschmissen. Die Alanya-Burg ist eine sehr blutige Burg. So. Also da wurden echt gute Rituale verzogen. So. Und Alanya ist die Hauptstadt der Piraten gewesen. Und so hat sich Alanya auch gegen die Piraten verteidigt. Weil, wisst ihr auch wie? Ja, die haben so viele Menschen gebraucht, um diese Leute abzuschrecken, aber wenn du nicht viele Menschen hast, was machst du? Da haben die Ziegen, Kühe und alles, was vier Beine und zwei Hörner hat, haben die den Fackeln auf die Hörner gebunden. Und im Dunkeln sieht es natürlich aus, als ob eine Armada ist, so eine richtig große Armee ist. Ja? Und haben sie die Berge runtergetrieben hier, wo ihr seht. Ja? Und die Piraten, die allein hier einnehmen wollten, oder die Feinde, haben so viel Angst bekommen, dass sie die Gegend verlassen haben. So. Und mit ein paar Ziegen, ein paar Kühe haben sie die Piraten verjagt. Schlau, oder? Ohne großen Aufwand. Und wenn man Bootsfahrten machen möchte zu den Piratenhöhlen und so, das gibt es natürlich von Seed auch, aber auch hier werden so kleine Bootstrips angeboten. Und ich könnte dann hier wahrnehmen. Alanya hat ein sehr schönes Fluss, Dimchai heißt es, Gebirgswasser, und da kann man essen. Ist auch bei den Alanya-Touren mit dabei, Dimchai-Tour. Aber wenn man da privat hingeht, ist natürlich anderes Flair, als wie wenn du da mit der Gruppe hingehst und alles so schnell, schnell geht. So. So, wir nähern uns langsam dem Weihnachtsmarkt. So eine kleine Geschichte von Alanya von Joe. Er ist ja auch auf der DVD dabei, auf der Teil 1. Und zwar wird er erzählt dann die Geschichte von Siede. Wer noch nicht die DVD hat, kann es natürlich über WhatsApp bestellen. Ja? Kostet 25 Euro. Und da sind mehrere Geschichten vom Wasserfall, von Siede Antikstadt und noch viel mehr. Und hier oben seht ihr Alanya, das kleine Hollywood. Da ist diese Isle of Alanya, diese berühmte. Small Hollywood. Von da springen sie, glaube ich, runter von da oben. Nein. Die Fallschirmspringer, nicht? Nein.
Willen drin. Aber sie gerade da. Krass. Ja, wahrscheinlich. So, wir nähern uns auf jeden Fall. Da oben ist I Love Alanya-Zeichen, dieses Schild. Hier hat auch eine Seilbahn hoch. Wie in Antalya auch. In Alanya ganz schön viel los. Also es ist ziemlich warm. Müsste so 25 bis 30 Grad sein draußen. Jetzt in Alanya angekommen, jetzt fahren wir Richtung Weihnachtsmarkt. Ich war auch das erste Mal, wir fahren alle das erste Mal dahin. Ja, genau, richtige Wetter für Glühwein. Da kippt man wahrscheinlich um, ja, bei 30 Grad. Wir sind gerade in Alanya Stadtmitte, dürfte nicht mehr so weit sein bis dahin. Yusuf, hallo. Kann man bir canlı yayın yapıyoruz. Alanya'dayım şu an. Geç tatlı sana. Hemen arayacağım ben seni. Tamam, arayacağım ben seni. Dur. Bir o eski. Kapat şimdi dur. Ben... Kapat şimdi. Arayacağım seni. Dur. Bir şey duymuşsun. Bir tane sonra.
aufmachen natürlich. Nach Parkplatz schauen dort. Ja, es wird auch wahrscheinlich schwierig heute. Ja, machen wir. Wir werden die Größe ausrichten. Vielleicht sieht er auch zu, der Papa von Mohammed. Dankeschön, Frankie. Ist ja auch schön, dass du mitkommentierst, obwohl du hinter mir sitzt im Auto, Frankie. Dabei, Jim. Tamam, geldik. Mein Kleinsohn ist auch dabei. Hallo, Jap. Hallo. Hallo. Es geht zum Weihnachtsmarkt. Wir sind gleich da. Schauen wir mal, was da los ist. Eine Stadt mit der Alanya, sehr viel los, wir kommen kaum voran. Noch 350 Meter zeigt unser, ja. Unser Standort, mal schauen. Dankeschön, Dankeschön, dass ihr auch dabei seid heute mit uns. Gegenüber ist dieser Burg, was wir gerade von der anderen Seite gesehen haben. Jetzt sind wir dahinter. Und ab da geht's los, glaube ich, da gegenüber. Da sind sehr viele Menschenmasse. Da sind auch schon ein paar Touristen mit Gebäck in der Hand. Ich
glaube, die kommen auch vom Weihnachtsmarkt, so wie es aussieht. Das sind eine Schneckennudel. Und Berliner. Ja, die kommen vom Weihnachtsmarkt. Jetzt möchte ich aber auch ein Berliner essen. Oh ja, da ist schön viel los. Das müsste dann hier sein, ne? Şurada bırakıp bir yerde müsait bir yere duralım şöyle. Herkes indirebilecek bir yere. Aynı yerde de düşmeye şey yapalım. Nasıl yapalım biliyor musun? Şu şeyin orada da buluşalım diyelim. Burada tamam. Buluşalım. Şuradan. Evet. Sen söylersin. Az indikten sonra burayı inin de. So, wir sind jetzt da. Jetzt steigen wir mal aus. Ah, so. Jetzt fragen wir mal, welche erstmal, wo dieser Markt ist, aber müsste hier sein. Ja, da vorne ist es ja wohl, brauchen wir jetzt nicht mehr fragen. Warten wir, bis unsere Freunde der Sonne auch aufgestiegen sind. Und dann geht es gleich weiter, ja? Ja, werden wir gleich sehen, was es kostet, wenn ich eins gegessen habe. Aber ich schätze mal, es dürfte mindestens 1 bis 2 Euro kosten müsste. Denn es gibt es ja normalerweise hier nicht. Es wird dann speziell heute nur gebacken. Sehr viele Menschenmasse, wie ihr seht. Von allen Nationen, von türkischen Nationen, Deutsche, Engländer sehe ich hier. Aber überwiegend deutsche und türkische Bürger sehe ich hier. Ja, klar, ich rede fast nur Deutsch mit ihm. Er soll uns ja helfen, wenn er groß ist. So. Hast du auch Internet auf dein Telefon? Okay, dann wegen Zeitpunkt habt ihr ausgemacht, ja, wegen hier, okay. Und wir, wenn ihr wollt, können wir auch zusammenlaufen. Deswegen oder trennen. Ich bleib bei Ihnen dabei. Ja, wie ihr möchtet. Wenn ihr natürlich Fragen habt oder was sehen wollt, ihr einfach hier einschreibe. Ich werde versuchen, alles zu lesen. Alanya haben die ja sehr schön gemacht. Früher war das hier nicht so schön. Ja, da vorne hört man auch schon sehr viel Musik. Da geht die Party ab, so wie es aussieht. Da soll ja Bühnenshows stattfinden. Auch so Tanzvorführungen und Sänger, berühmte Sänger sind heute da. Ja, sehr weihnachtliche Musik auf jeden Fall. Hallo, wie geht es euch? So. Und es
geht weiter. Wie ihr seht, sehr viele Autos haben sich hier gestaut, die wo hier hin möchten oder wieder wegfahren. Hier ist Rathaus von Alanya. Das ist dann genau dahinter, der Weihnachtsmarkt. So, jetzt geht's zum Weihnachtsmarkt rein. Dann viel Spaß, ja? Ja, ich arbeite ja schon fast seit 20 Jahren hier in Antalya, Animation im Hotel, als DJ, Manager und deutsche Sprache, das muss einfach hier sein, ne? Wenn man hier lebt in Antalya, ist sogar wichtiger wie Englisch. Von daher, damit verdienen wir auch unser Geld natürlich. Jetzt gucken wir uns mal die Stände an, ja? Jetzt gehe ich mal nicht so schnell vorbei, ich werde so lange live machen, wie es geht, dass ich euch auch alles zeigen kann. Ja, wir sind direkt am Hafen. Wie ihr seht, sehr schöne Stände hier. Wunderbar. Sehr schöne Zwerge. Ich komme aus Deutschland. Ich bin dort geboren und arbeite seit 2004 in der Türkei. Bin ab und zu mal wieder in Deutschland, in Stuttgart bei meiner Familie. Hier ist der Weihnachtsmann. Kannst du Deutsch, Weihnachtsmann? Ist türkischer Weihnachtsmann. Merhaba diyeceğim mi kameraya? Merhaba, sagt der Weihnachtsmann zu uns. I'm from Germany and you? Ah, Englisch kann auch natürlich, ja. Biz de canlı yayındayız, Almanya ile bağlantıdayız. So, sehr viele Stände und da vorne ist die Bühne. Ja. Was haben wir hier noch für Stände? Unsere Kerzen. Das ist wirklich schade, dass in Deutschland kein Weihnachtsmarkt ist. Can, istiyorsan grupla beraber kal. Ben biraz gezeceğim, bitince gelin yanınıza, tamam? Ya da beraber mi geleceğim? Gel. Tamam, gel beraber. Auf der linken Seite sind noch ein paar Stände. Hier gibt es Gebäcke. Ich glaube, hier wird auch irgendwo mal Berliner geben. Dann fragen wir mal, was es kostet, ja? Türkische Gerichte auch. Sesama heißt es und Dolma. Türkische Gerichte. Nee,
jetzt gehen wir mal rein ins Gelände. Ist ja riesig groß. Ja, wir sagen natürlich auch alles Gute, Jasmin, zu deinem Geburtstag. Sie hat ja heute Geburtstag. Mohammed ist jetzt bei denen. Sehr viel los hier, wirklich, sehr viele Leute, sehr schöne Atmosphäre, es geht nach rechts, nach links, ein riesengroßer Weihnachtsmarkt haben die hier gebaut. In welche Richtung sollen wir gehen? Ich würde sagen, nach rechts, schauen wir mal. Sind wir am Hafen in Alanya. Gehen wir mal jetzt wieder auf der rechten Seite weiter, mal schauen, was da alles aufgebaut ist.
Wir sind auch direkt hier am Strand. Also es ist um die 25 Grad, um die. Schauen wir mal die Preise an, was es kostet so ungefähr, ja, was sie alles so da haben. In die andere Richtung. Das ist ein riesen, die haben wirklich hier riesig aufgebaut hier alles. Sehr viele Menschen da wirklich. Ist auch sehr geschützt von der Polizei natürlich. Und ja, jetzt gehen wir mal auf der rechten Seite weiter. Mal sehen, wie groß das ist. Hier gibt es Berliner. Jetzt gucken wir mal, was es kostet. Ich habe geschätzt 1 bis 2 Euro und es kostet 15 türkische Lira. Also 1 Euro kostet das. Ja, auf dem, ja, wenn wir, später werde ich natürlich welche mitnehmen und auch essen nach der Sendung. Und ja, die sehen gut aus, ja. Hier deutsche, das ist eine deutsche Agentur hier von der Kirche, Kirchengemeinschaft ist das, von der deutschen Kirchengemeinschaft. Und hier habt ihr nochmal die Preise. Glühwein haben die auch natürlich, kostet 1,50 Euro. Da vorne ist das.
Also mir ist aufgefallen, an den Ständen sind auch sehr viele deutsche Bürger oder deutsche Firmen. Also hier in Alanya, denke ich mal, warum die Weihnachten machen. Es gibt über 20.000 deutsche Einwohner, die wohl hier schon über seit 30 Jahren leben. Und die wollen sich, denke ich mal, auch wie zu Hause fühlen. Ansonsten an einer anderen Stadt in Türkei gibt es keinen Weihnachtsmarkt, soviel ich weiß. Also nur hier in Alanya und Antalya. Mal auf die andere Seite. Also es ist echt wirklich riesig. Ein Stand nach dem anderen. Mal sehen, wie weit es noch geht. Ob es da noch weitergeht oder ob das da Ende ist. Und hier haben wir den Bratwurst. Sollen wir mal fragen, was es kostet? Hallo, was kostet dein Bratwurst? Dönersauce, was kostet eins? 15 Lire. 15 kein Lire? Euro. Kein Euro. Wow, nur 1 Euro. Wow. Ja, das ist echt sehr gut, 1 Euro. Ich hätte echt gedacht, dass sie teurer sind heute, aber nein, die Preise sind super. Viele denken ja, die wollen hier Geld machen, Geld verdienen durch diesen Weihnachtsmarkt. Aber nein, die Preise sind echt sehr, sehr günstig. Und es riecht alles hier schön nach Gebäck. Wie in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt. Nach Glühwein riecht es auch ein bisschen. Und natürlich auch türkische Gerichte, Döner, Chiköfte gibt es hier. Wir kommen hier nicht mehr vorbei. Zu viel los hier. Ich glaube, hier ist dann Schluss, ab hier. Hier ist das Ende vom Weihnachtsmarkt, da ist so ein Bärchen. Auch sehr viel für die Kinder gemacht natürlich, wie ihr seht. Kunst ist auch dabei natürlich. Davon muss ich nachher mal ein Foto machen. Sehr viele Jugendliche, die sich auch auf der Wiese hier hinsetzen und den Weihnachtsmarkt genießen. Die Einheimischen hier, die haben sich, glaube ich, auch sehr dran gewöhnt an diesen Weihnachtsmarkt. Die sind alle da. Ganz Alanya ist hier, heute hier, so wie es aussieht. Viele gehen und viele kommen, wie ihr seht. Also heute ist hier was los. Musik
Und wir haben gestern mit Mohammed gesprochen. Alle Freunde der Sonne, die dieses Jahr zum Urlaub kommen, bekommen von uns, von den Tagesausflügen, 20% Rabatt für alle Touren. Ihr könnt es dann bei der, wenn ihr dann angekommen seid, werden wir das dem Transfer mitgeben. Oder im Office könnt ihr die dann abholen kommen. Die könnt ihr dann bei den allen Ausflügen natürlich nutzen. Und das war noch nicht alles. Ihr bekommt noch von Metin Optik bekommen alle 20 Euro Gutschein. Und die liegen dann auch in der Broschüre mit unseren Prozenten bei. Jetzt gehen wir mal von der linken Seite wieder zurück. Und ich werde auch die Sendung gleich beenden. Vielleicht schalte ich nochmal nachher live, ja? Schauen wir mal. Ich werde auch mal den Weihnachtsmarkt genießen, ein bisschen was essen. Ich muss mich auch um die Freunde der Sonne hier kümmern. Und vielleicht zum Schluss werde ich dann nochmal live schalten, ja? Ah, da vorne ist auch mein Sohn und Frau. Hallo, ja, Kamera. Hallo. Hallo. Bye, bye. Ja, er ist auch ganz schön. Aber geil, ich war. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ja? Die, wo noch später dabei sind, ich werde wahrscheinlich noch mal live gehen, bevor wir dann zurückfahren, ja? So in circa eine Stunde. Da können wir noch mal sehen, was dann los ist nach einer Stunde hier. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Heute bei dem Weihnachtsmarkt-Tour in Alanya. Ah, hier haben die Glühwein. Danke. Bis nachher, ja. Ich danke an alle, die dabei waren. Bis gleich, sage ich dann. Dankeschön, Dankeschön.